Glück auf und hallo hier aus dem wunderschönen Erzgebirge, aus der Köhlerhütte. Wir sind heute beim Gänsebraten. Wir einigen uns auf Braten. Auf Braten, genau. Ich will uns ganz kurz vorstellen, das ist die liebreizende Christine. Das ist unser André, der Mann, der immer so viel redet, aber um uns geht es heute gar nicht, weil der wichtigste Mann ist der junge Mann in der Mitte. Das ist der zauberhafte Andreas hier von der Köhlerhütte. Hallo. Und Andreas, du bist Koch? Ich bin der Koch. Du bist der Koch? Also du hast eine Ahnung und weißt genau, was wir heute mit den Gänsen machen. Ich zeige euch heute, wie Gänsebraten geht. Die werden wir würzen mit Salz und Pfeffer. Dazu brauchen wir Zwiebeln, Äpfel, Beifuß, ganz klassisch. Und mehr ist es eigentlich nicht. Kein Hexenwerk. Die Luft ist ganz schön trocken. Ne? Ja. Also. Oh. Ja, oh! Na, guck mal, ja, wie auf Stichwort. Heiko. Das ist der Heiko? Ja, Heiko Schmidt. Das, bitte mal, das bekomme ich an Rotwein. Auch sehr schön. Der Chef des Hauses, Glück auf. Zum Wohl. Auf die Gans. Auf das es gelingt. Ja, auf das gutes Gelingen. Zum Wohl, lieben Dank. Stößchen. Zum Wohl. Stößchen. Zum Wohl. Prost. Wir würden starten. Ja. Schneiden den Hals ab. Oh. Womit? Mit dem Messer? Mit dem großen Messer. Okay, also ich schneide jetzt den Hals ab. Genau. Das heißt hier so? Hier so? Ja, hier ist gut. Genau. Und schneiden? Oh Gott. Richtig schneiden. So. Und da ist doch Knochen. Wollen wir die auch drehen? Warte. Das geht. Oh Gott. Ja. Da ist der Hals. Gut. Okay. Jawohl. Den Hals legen wir einfach ab. Legen wir einfach hin. Ja. So. Genau. Okay. Sehr schön. Dann die... Das eine Flügelteil, ne, dass bloß der Oberarmflügel sozusagen dran bleibt. Okay. Hier. Das heißt, die Wings müssen. Die Wings? Hier schneiden wir ab. Hier schneiden wir ab. So. Also nochmal zeigen jetzt hier für alle. Ja. Hier schneiden wir ab. Hier schneiden wir ab. Also hier so. Da so? Jawohl. Gut. Und jetzt durch. Das kann man. Genau. So, hier guckst du jetzt schon auf. Ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Boah. Denk. Guck mal, hier ist das. Hier so? Ah. Genau. Schneller! Daumen weg! Vorsicht, oh Gott! Mal nochmal hier. Ja, hier was? Ja. Ah! Genau. Und die andere Seite noch? So. Also andere Seite noch? Der Trick war hier erstmal auch umdrehen. So. Und der Trick hier erstmal einschneiden? Genau. Ach, hier, da, und dann sehe ich das. Ah! Genau. Oh, stimmt, cool. Ah! Also nicht versuchen, durch den Gelenkknochen durchzusägen, sondern das zwischendrin. Ja. Genau, und dann ist eigentlich in der Gans, wenn man die vom Bauer holt, immer noch der Magen drin und die Leber. Ja. Die also Innereien quasi. Die Innereien nicht, aber der Magen, was man verarbeitet noch mit. Mhm. Ne? Das könnte man mal rausholen. Ich muss jetzt hier reingreifen. Da müsste man mal reingreifen. Ich habe ja Handschuhe. Hier rein, hier so ins Loch. Operation? Ja. So, machen Sie sich schon mal frei. Genau. Oh, was ist denn das? Das ist der Magen. Ah, das ist der Magen. Ja, ich hab die Leber verloren. Oder was ist das? Das ist ein Teil vom Magen. Ein Teil vom Magen, so. Okay. Ein Teil vom Magen. Das ist die Leber. Das ist die Leber. Genau. Wie viel Leber hat denn so ein Tier? Oh Gott. So? Gänseleber ist ja eine Delikatesse, ne? Ja, hier ist die Leber. Genau. Das sind immer zwei Teile Magen. So, okay. Ja, das sind so zusammen. Und das ist ja ein ganz straffer Muskel, wo die Körner mit Steinen... Ach, wo die das so reiben, also wie bei Hühnern quasi. Ja. Ah, genau. Spannend. Genau. Was so, hier ist nicht das war's. Nein, das ist... Vielleicht finden wir da noch was. Genau. So, jetzt machen wir hier das Fett noch raus. Das kann man auch so anfassen und einfach so rausziehen. Hier ist hier an das? Den Seiten hier, das. Ja. Das muss raus. So, das ist Fett. Andreas, was würden wir ohne dich tun? So, das kommt ja einfach mit auf den Haufen. Wie leicht das geht als ganz. Das hier auch hier raus? Ja. Ja. Also Fett... Muss Fett raus. Einfach muss raus. Genau. Aber ist Fett nicht Geschmacksträger? Fett ist das? Geschmacksträger, aber es ist noch ganz viel unter der Haut. Ah, okay. Und, ne, also Gott. Das ist, würde eh bloß rausbraten. Und jetzt geht's ich habe hier einen Topf vorbereitet. Oh, ja. Das kenne ich. Da ich habe da mal was vorbereitet. Genau, ein Topf. Da tun wir die Abschnitte, die wir jetzt abgeschnitten haben, die kommt alles mal aus. Alles außer die Leber nicht mit. Die Leber nicht? Die warum nicht? Warum die Leber nicht? Aber der Magen darf, ja? Der Magen darf mit rein. Warum die Leber, die braten wir so, das ist so ein bisschen Delikatesse am Vortag. Okay. Mit so ein bisschen Apfelspalten und ein bisschen Senf und so ein kleines Leberragout. Wie geht's jetzt weiter? Genau. Ich sehe gerade, wir haben vergessen, wir müssen das Bürzel noch abschneiden. Das Bürzel? Das Bürzel Spürzel muss noch weg. Genau. Das Bürzel ist ja quasi das, wo, also Schwänzchen, da wo die Drüse drin ist, womit die so ihr Gefieder einfetten. Genau, dass normalerweise. Im Wasser nicht untergehen. Okay. Genau. So, und wie schneiden wir das jetzt ab? Einfach abschneiden. Schneiden wir einfach hier so. Einfach so? Genau. So? Oh Gott. So, das Bürzel. Also hinten das Bürzel, Schwänzel quasi, abschneiden. Ja, das hier, ja? So? Jawohl. So ein Messer muss aber schon immer scharf sein, ne?
Ja, es ist extra. Erster. Sägemesser. Das ist das Pürzel? Das ist das Pürzel. Das tun wir auch bitte nicht mit in die Brühe kochen. Okay, okay. Das tun wir weg. Das tun wir weg. Können wir die Katzen füttern. Pürzel kriegt der Hund. Dann können wir es erstmal beiseite legen. Jetzt machen wir uns die Füllung fertig. Die müssen wir auch machen? Natürlich. Achso, ich dachte, die hast du vorbereitet. Eine Zwiebel und ein Apfel pro Gans. Was machen wir damit jetzt? Einfach die Zwiebeln schälen, klar. Und den Apfel, die sind gewaschen, die tun wir dann bloß klein schneiden. Okay. So, Zwiebel muss erstmal die Schale ab. Ja? Jetzt geht's bei mir schon los. Was wolltest du schon? Wann hast du das letzte Mal Zwiebeln geschält? Noch nie. Nee, noch nie. Ich glaube noch nie. Viertel. Was wie? Viertel? Viertel. Viertel? Genau. Mhm. So. Jawohl. So, und jetzt? Genau. Und den Apfel noch in Viertel schneiden. Ach, das muss ich auch noch füllen. Mit Schale? Mit Schale, den lassen wir so, genau. Oh, die sind ja hübsch. Das sind rote Sternrinette. Wie rote? Rote Sternrinette. Oh, so, jetzt hier noch einmal durch. Genau. So. Okay. Hammer. Und jetzt? André, ganz schnell. Oh. Jetzt unterstützt das vielen Dank, mich noch. Vielen Dank, vielen Dank. Bei mir geht's, danke. So, jetzt das Äpfelchen noch. Den Apfel auch in Viertel? Auch Viertel? Ja, okay. Richtiger Mann braucht ein großes. Und wir können in der Zwischenzeit schon mal die Gans von innen salzen und pfeffern. Einfach so zwischen der Hand. Wie viel denn? Ja, so ist gut. So. Nicht ganz so viel. Ungefähr einen Teelöffel. Teelöffel. Wenn wir das so, und das so schön innen verstreuen, genau. Und Salz ruhig. Wie? Puder. Und Esslöffel. Ruhig ein Esslöffel. Ein Esslöffel, also vielleicht zweimal. So die Menge, genau. Und dann habe ich hier noch Beifuß. Ja, Beifuß, Sitz. Beifuß, genau. Beifuß. Dann nehmen wir uns hier einfach so einen schönen Zweig, machen den ab. Und stecken den als erstes hier rein. Ja. Und jetzt kannst du immer abwechselnd einmal Zwiebel, einmal Apfel rein. Einfach so reinstecken. Genau. Zwiebel. Und jetzt von außen nochmal würzen, aber bitte nur Salz. Zwiebel. Weil Pfeffer macht immer so schwarze Flecken. So, also nur Salz von außen. Von außen. Wichtiger Hinweis. Wie viel? Auch ungefähr so ruhig drei Esslöffel, die Menge von drei Esslöffel. Also eine Gans versalzen ist ganz schwierig. Aha. Ehrlich? Ja. Wieso? Das, durch das Fett und dann wird das immer übergossen und so. Also eine Salz das heißt, kann ich verträgt so, die Gans. Kann ja, ich das so ein bisschen einmassieren? Ja, schön einmassieren, ja, genau. Die August immer nochmal schön massieren. Ach, genau. Herrlich. Achso, wahrscheinlich auch von beiden Seiten, oder? Ja. Jawohl. Nochmal umdrehen. Aber ich finde, da merkt man auch so, das sind schon talentierte Kochhände, oder? Ja. Wie ich das für so? Also es ist ganz... Und jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir sie in den Ofen schieben könnten. Zu Hause nimmt man natürlich dann hier Hüben, wie hier Hüben habe ich vorbereitet, Bräter, ne? So einen Gansbräter. Ja. Okay. Ja. Ja. Aber mein Ofen ist größer, deshalb brauche ich es besser. Es ist natürlich jetzt entscheidend, wie rum, oder? Also so der Rücken nach oben? Wir oder? Legen die so rein, genau. So, ja? Okay. No? Sehr schön. So, Auguste. Jawohl. Oh, schön gut. Und da gießen wir jetzt noch die Hälfte von dem Wasser. Und einfach auf pures jedes Wasser. Blech. Genau. Okay. Wasser. So. Ja, haben wir jetzt gut gewürzt. Und da. Für die Soße, dass wir dann ein bisschen zum Übergießen. Aha, okay, wichtig dass haben. Zu wissen. Genau. Und dann kommen sie in den Ofen. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Ein Mäuschen. So. Okay. Jetzt wird's warm. So. So. Okay. Und jetzt kommt die Auguste. Auguste. Ja. Einfach so drunter, oder? Ja, ja. Steht mal drunter. Hier so. Jawohl. Hier so. Ja. Auguste. So, Andreas, unser Chefkoch. Ja. Wir fassen jetzt mal die letzten 12 Stunden im Zeitraffer ein bisschen zusammen. Genau. Also die letzten 12 Stunden, 12 Stunden. Ja, wir hatten schöne Zeiten. Zeit, genau. Also das heißt, Wilma und Auguste sind in den Ofen gewandert. Jawohl. Und was ist dann passiert? Die haben wir ungefähr 3 Stunden, 2,5 Stunden gegart, sind jetzt weich und haben die aus dem Fond rausgenommen, abkühlen lassen und die tun wir jetzt zerteilen. Und der Christine ihr Gemüse zubereiten. Genau, weil jetzt kommen wir auch zum Team Rosenkohl quasi. Genau. Der Rosenkohl liegt schon bereit. Rotkohl, was mache ich damit? Genau, beim Rosenkohl einfach hier unten bloß das Ende abschneiden und die äußeren die 2-3 Blätterchen. Ja, ne, das kann ich. Dann so schön ist ja. Und dann schön aufschließen. Gut, das kriege ich hin, das kenne ich. Ihr macht die Gans, ich mache den Rosenkohl. Und mit dem André wollen wir die Gans. So, zack. Ach so, ganz wichtig ist ja, ihr dreht immer die Bretter um, ja? Also wenn jetzt zum Beispiel Gemüse gemacht wird, zack, wichtig, richtig, umdrehen, ja? Genau. Nicht ja, damit Gemüse kein Fleisch dran ist, damit ne? kein Fleisch dran kommt. So, jetzt kommen wir zu Auguste. Und, wir wollen ja die Gans zerlegen. Ja, ja, ja. Und da müssen wir sie auskühlen lassen, dass es dann gleich um 6 mit dem Essen losgehen kann. Ja, wollen wir es ein bisschen klein schneiden. Und da schneidest du jetzt mal hier übers Brustbein ein. Übers Brustbein direkt, jawohl. Ja? So? Jawohl.
nicht bis durchschneiden, ruhig auf dem Knochen oben drauf bleiben. Auf dem Knochen? Ja. Ah, alles klar. Alles klar. Und dann hast du hier vorne so einen Brustbeinknochen. Ja, ja, ja. Ja, wo das so aufmacht, den machen wir raus. Das heißt? So rein, vorn, und kann den so rausbrechen. Alles klar. Der Brustbein, der muss weg. Ja. Okay, alles klar. Genau, dann kann man vorn reinfassen und das so auseinanderziehen. Ja. Das ist ja ein bisschen... Das ist noch nicht gut genug geschnitten. Ja. Auf der Seite noch einschneiden. Okay. So, jetzt müsste das so, und jetzt kann man das so auseinanderziehen. So? Genau. Ja. Dann kann man hier so mit der Hand so ein bisschen mit helfen. Ja. Das ist okay, das, oder soll ich ja nochmal schneiden? Ist, das ist in Ordnung. Das ist ja jetzt hier Knochen. Ja, ja. Okay. So. Runterklappen. Okay. Jetzt haben wir es geklappt. Und die andere Seite. Machen wir auch so. Mhm. Ja. So. Ja, ne? So. So, sehr schön. So hätte ich es auch gemacht, so. Andreas. Genau. Was macht die Gemüsefraktion? Es riecht schon lecker, ne? Mm. Und dann tun wir die einfach hier. Jetzt wird sie geteilt, in der Mitte nochmal halbiert. Ja. Das heißt, wir haben jetzt diese zwei Teile. Du bist toll. Ja. Du siehst, und jetzt kann man hier schon die Portionen schneiden. Ja. Die Keule hinten raus auslösen hier. Okay. Ja, einfach so, also hier wird so lang geschnitten, um die. Bis gerade durch. So, jawohl. So, ja. Upsa. Hier nochmal. Genau. So. Jawohl. Keule, ja. Keule. Und dann kann man hier vorne noch den. Einen Brustknochen rausmachen. Achtung, Brustknochen muss noch raus. Genau. Ja. Okay. Das geht aber auch relativ einfach. So. Und dann kann man die Brust hier. Hier so? Ja, von der Vorderkeule sozusagen teilen. Jetzt. Das ist jetzt eigentlich schon eine Portion. Ja. Ein Portionsstück, wie wir es anrichten dann auf dem Teller. Mhm. Ne? Genau. Das die auch, Brust ja. lassen wir im Ganzen. Brust lassen wir im Ganzen, ja. Hätte ich und jetzt hier, auch gesagt. Ja. Schneiden wir noch einmal die Keule raus. Hier so die Keule direkt rausschneiden, ja? Genau. So? So? So, gut. Und jetzt kann man das auch schon wieder hier. Ach, so und jetzt kann man das so abdrehen. Auseinanderbrechen. Ja, ja, ja. Und dann gucken, wo das Gelenk ist und dann im Gelenk auseinanderschneiden. Ah, hier so, ja, okay. Gerade runter. Gerade runter? Ja. Ah, alles genau. Klar. Genau. So. Und den Rotkohl machen wir einfach halb. Das haben wir gesagt, irgendwie am Gelenk lang. Und das durchs äußere Gelenk Blatt durch. Ab. Ja. Ums Gelenk rum. Ansonsten ist er schön. Und dann machen wir mit einem kleinen Messer den Strunk raus, einfach nur. Ja, und jetzt würde ich das einfach nur grobe Gemüse Streifen schneiden. So. Machen wir das ja dann in der Pfanne schön mit ein bisschen Olivenöl oder irgendeinem anderen schönen Öl. Bisschen plus kurz anblanchieren und ein bisschen anbraten. Ja? Solche Streifen. Ja. Und die Rosenkohl würde ich mal noch halbieren. Okay, das sieht ein bisschen schön aus auf dem Teller. Das Auge ist mit. Oh, was macht der da? Das ist jetzt kein Spielplatz, ne? Ah, so. Ich hab's. Also jetzt haben wir richtig gearbeitet, Andreas. Jawohl. Also, genau. Würde ich doch mal sagen. Zum Wohl. Das kann man jetzt so schön lassen. Ja. Ne? Ein bisschen Soße drauf machen und in den Ofen. Und dann wird es knusprig. Wie lange etwa nochmal im Ofen? Und so? Aufwärmen 140, halbe Stunde. Und dann nochmal eine Viertelstunde richtig knusprig machen. 230. Ja. Okay. Grad ruhig, ne? Ja. Je nach Bräunungsgrad. Ja. Muss man halt mal reingucken. Wir können es ja nochmal zusammenfassen, ganz kurz, Andreas. Ganz, also die Auguste und die Wilma, die waren ja jetzt ordentlich. Das waren so 4-5 Kilo. Vier Kilo etwa, ja. Genau. Wie viel wird da etwa so rauskommen jetzt so, wenn man also das für 6-7 Personen ausreichend. Ja, das ist ausreichend. Ausreichend Fleisch, ne? Also hast du selber gemerkt, die Keulen sind richtig fleischig und die Brust richtig dick. Ne? Ja. Also das ist schon. Also 140 Grad. Nochmal 140 Grad, ungefähr eine halbe Stunde heiß machen und dann nochmal richtig volle Power, 230, Viertelstunde, je nachdem, wie braun und knusprig sie werden soll. Und dann geht's los. Dann geht's los mit dem Essen. Ich freue mich so.